Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus, ich begrüße euch und heute, ihr habt es wahrscheinlich schon in der Videobeschreibung gesehen, geht es um den Tod. Und ja, wenn man so früh die Straße entlang fährt, ohne Sinn und Verstand und seine Gedanken schweifen lässt, dann kommt man auf solche Gedanken und so war es auch bei mir. Da hat man sich jetzt über das Leben allgemein mal Gedanken gemacht und welchen Sinn das hat und was der Tod eigentlich für einen bedeutet. Und für mich allgemein muss ich sagen, wo ist der Sinn im Leben? Also ich habe das immer noch nicht ganz kapiert, wo der Sinn ist, weil ihr stellt euch mal ganz normal den Prozess vor, wie ihr entstanden seid. Also Mutti und Papi, ja, die liegen ihre 5 Minuten im Bett, haben ihren erquickenden Höhepunkt und dann wird der genetische Müll, also ihr und natürlich ich, produziert. Dann werdet ihr einfach so in die Welt ausgeschissen und dann, ja, ihr könnt euch wahrscheinlich über die Zeit gar nicht so ja, im Klaren sein oder wie es damals war, wo ihr so ein kleiner Hosenscheißer wart, lebt einfach vor euch her und dann geht's irgendwann in die Schule. Einige hatten wahrscheinlich Spaß an der Schule, andere wieder nicht. Ja, ich hatte nur Spaß in der Schule, wenn nichts anlag, aber wenn wir Arbeiten geschrieben haben, dann hatte ich absolut keinen Spaß. Weil Maximus hat natürlich, ja, er war faul. Ja, sagen wir jetzt einfach, gelernt hat er nicht so viel. Aber sei es drum. Ja, und dann macht man seine Lehre, hat vielleicht auch seinen Spaß mit jeglichen Sachen, Autofahren und Computerspielen für viele von euch. Vielleicht auch einige an Mädels, Jungs etc. Ne? Gut, dann habt ihr vielleicht die Partnerin eures Lebens getroffen und ihr produziert auch was? Genetisch Müll, also Nachkommen. Ja, ihr vermehrt euch ohne Sinn, Verstand, andere mehr, andere weniger. Und ihr habt eure Erbmasse quasi in die Welt verteilt oder in bestimmten Bereich. Ja, kommt drauf an, wie weit euer Auto fährt. Ja, dann kann man auch sagen, habt ihr euren Sold getan und dann könntet ihr eigentlich abtreten. Ja, aber nein, für unser Volk, für unsere Nation gehen wir natürlich arbeiten und dann sagt man sich immer, oh, hoffentlich bin ich bald Rentner. Selbst ich sage ab und zu mal, Mann, hoffentlich ist es bald soweit, da braucht man früh nicht mehr aufstehen. Ja, was soll das eigentlich, ne? Man geht eigentlich sein ganzes Leben arbeiten, nur um vielleicht 10 oder 15 Jahre seines Lebens bisschen hin zu vegetieren, obwohl ja umso älter man wird, für mich persönlich die Zeit immer schneller geht. Wenn ich jetzt zurückerinnere an meine Kindheit, wo man ja vor dem Kalender gestanden hat, oh Mann, es sind noch 20 Tage bis Weihnachten und das kommt mir so ewig vor und jetzt, boah, Mann, ich muss noch Geschenke kaufen, heute ist der 23., was ist denn hier los? Also Dezember, ja. Und ja, die Zeit vergeht irgendwie immer, immer schneller und auch wenn man Rentner ist, hat man ja nie Zeit, da vergeht ja die Zeit auch richtig schnell. Und ja, und dann frage ich mich, welchen Sinn hat das eigentlich, ja? Man müht sich sein ganzes Leben ab, um vielleicht seine Gene weiter zu verleiten oder weiter zu reichen und dann hat man das erledigt, was man oder wozu man eigentlich ja da ist, ja? Da frage ich mich wirklich, wo ist da der Sinn? Irgendwann verfällt sein Körper in irgendwelchen Einzelteile, das Herz, das Hirn lässt alles nach. Bei einigen hat wahrscheinlich das Hirn das ganze Leben nicht richtig funktioniert. Und ihr ist jetzt nur so eine Vermutung. Und dann sage ich mir, was sollte das alles, ja? Also da frage ich mich immer wieder, wo wirklich der Sinn im Leben ist, ja? Man kriegt es im Radio und Fernsehen immer wieder mit. Ja, da ist Krieg und so 4000 oder Millionen Leute sind gestorben. Ja, das registriert man, macht einen Haken ran und das war's. Was einem wahrscheinlich immer wieder ein bisschen mehr mitnimmt, ist, wenn es in der näheren Umgebung, also Verwandtschaft, Bekannte, Freunde ist, ja, das nimmt einen natürlich ein bisschen mehr mit. Klar, das ist irgendwo so ein Schutzfaktor. Man kann ja nicht jedes Mal irgendwie in Depressionen verfallen, wenn man jetzt hört, ja, irgendwo im tiefsten Afrika sind wieder irgendwelche Leute verhungert. Ja, das nimmt einen dann quasi gar nicht so mit. Aber für mich ist das jetzt mal so eine Frage, wie seht ihr das, ja? Hat das Leben überhaupt einen Sinn oder denkt ihr vielleicht an die Wiedergeburt? Also ich persönlich denke nicht an die Wiedergeburt, weil wir sind natürlich, wie gesagt, ein Haufen genetischer, ja, Erbmasse, die irgendwann mal von irgendwelchen Maden zerfressen wird, ja? Und wo soll denn irgendwas wiedergeboren werden? Klar, es ist immer so ein schöner Gedanke, um den Tod vielleicht ja, erträglicher zu machen. Zu sagen, ja, ich komme vielleicht irgendwann mal wieder auf die Welt. Falls es so sein sollte,
wird der Maximus als Faultier wiederkommen. Ja? Stellt euch mal so ein Faultier ja, so ein bisschen vor, die sind halt ein bisschen hässlich für Leute, die nicht wissen, was ein Faultier ist. Fragt einfach Google und nicht mich. Ja, und ja, ich habe mal so einen Bericht gesehen, jetzt mal ganz kurz am Rande. Dieses Tier, ja, geht, wenn es ein Ei legen will, also abkoten, scheißen für die Leute, die es nicht wissen, geht's nach unten, also auf den Boden. Und dann klettert er wieder auf seinen Baum. Und da habe ich dann zugeguckt, wie er so den Baum hochklettert, immer höher. Und der Ast, der biegte sich immer weiter nach unten und dann fiel er runter. Dann dachte ich, ja, oh, hast du toll gemacht. Ja, was macht dieses Vieh? Nimmt nicht den nächsten Baum, nee, der klettert auf den gleichen Baum, auf den gleichen Ast und fällt wieder runter. Dann dachte ich, hey, dieses Tier, das gefällt mir, ich möchte ein Faultier sein. Nein, gut, jetzt erstmal ein Strich dahinter, warum ich ein Faultier sein möchte, vielleicht Name ist Programm, ja, manchmal schon. Nein, aber jetzt seid ihr natürlich gefragt, was ihr überhaupt vom Leben erwartet und ob ihr auch ab und zu mal daran denkt, oh Mann, hoffentlich bin ich bald Rentner. Oder was ihr vielleicht über die Wiedergeburt etc. denkt. Ja? Es ist halt immer so ein schwieriges Thema, gerade Tod, da möchte keiner so richtig drüber reden. Warum ich jetzt das gemacht habe, ich hatte einfach Lust darüber zu reden, weil ich gerade einen Bericht gesehen habe, wo wirklich wieder viele ja, massakriert sind, gerade hier in diesem Bereich. Wir spielen die ganze Zeit irgendwelche Shooter-Spiele, ballern digitale ja, menschliche Gegner ab und freuen uns darüber, dass unsere KD besser ist als wir gestorben sind, ja, also, dass wir nicht eine 1-1er oder eine 0-8er KD haben, also, dass wir der Tod öfter von der Schippe gesprungen sind, als wir gestorben sind, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, das ist jedenfalls das Thema, was ich gerade, ja, für mich gerade so, ja, auf dem Schirm hatte. Und ja, jetzt seid ihr natürlich gefragt, in den Kommentaren mal was reinzuschreiben, wie ihr davon, oder ob ihr schon mal in der letzten Zeit betroffen wart, gerade im Zug auf Tod, oder wart ihr mal krank, wo ihr den Tod von der Schippe gesprungen seid, oder etc., ja, also ihr seid mal gefragt, das ist ein heikles Thema, viele wollen vielleicht gar nicht so richtig dieses Thema an sich ranlassen, kommen, aber ganz ehrlich, der Tod ist ein umkehrbarer Prozess, und irgendwann wird er uns alle holen, der Sensenmann. Ja, mit den Worten möchte ich mich jetzt eigentlich verabschieden. Seid mir nicht böse, warum ich jetzt gerade so ein Thema genommen habe. Vielleicht kommt mir irgendwann ein anderes Thema. Ihr könnt es ja auch in die Kommentare schreiben, dass ich vielleicht über irgendwas anderes reden soll. Ja, vielleicht machen wir so eine Sonntagsquiz. Wach, was ist nicht eine Quatschrunde, wie ich von irgendwelchen Sachen betroffen oder was ich da rede. Ich rede jetzt absoluten Müll und darum mache ich erstmal einen Fisch. Haut rein, meine Freunde. Bis zum nächsten Video. Bye, bye.